Heißt also, wir sprechen jetzt ganz klar über das Währungspaar Euro-US-Dollar, über die langfristige Chartsituation. Man sieht es hinten auch stehen, Euro-US-Dollar kann die Rallye bis 1,30 laufen. Das ist das große Fragezeichen hier an dieser Stelle und das Ganze besprechen wir jetzt im Chart. Weil das Ganze ein zweites Video ist an dieser Stelle, bitte ich nochmal kurz den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir besprochen und damit gehen wir mal rüber zum Chart. Das heißt, wir schauen uns das Ganze jetzt hier wieder an mit Blick in dieser Seite auf den Euro-US-Dollar, heißt also hier der große, große Blick. Jetzt mache ich mal ein sauberes Chartfenster auf. Wir fangen einfach sozusagen mal hier an dieser Stelle von 0 auch an, nur um mal zu sehen, was hier aktuell gerade los ist. Heißt also hier Blick im MetaTrader in Euro-US-Dollar in die großen Zeiteinheiten auch mit rein. So, geht's jetzt? Jawohl. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz auf den Chart zunächst erstmal auf Monatsbasis. Ja, ich fange jetzt wirklich mal in einem ganz, ganz großen Stil, in einem ganz, ganz großen Bild an. Das mache ich mit Absicht, weil große, deutliche Richtungswechsel immer viel, viel Zeit brauchen. Und da braucht es halt auch den Blick von oben quasi auf das gesamte Bild. Das müssen wir uns anschauen. Und wenn ich das mal kurz etwas weiter ran raffe, beziehungsweise mit rein zoome, dann sehen wir hier an dieser Stelle mal den längerfristigen Chart vom Euro-US-Dollar hier an dieser Stelle. Und hier sehen wir ganz klar, ich zeichne euch das mal eben ganz kurz ein jetzt hier. Wartet, wir machen es mal so. Da haben wir zunächst erstmal mit Blick auf die längere Seite natürlich ganz, ganz klar hier entsprechend den Abwärtstrend am Laufen. Von oben aus gesehen nach unten. Wir sind ja oben gekommen von Kursen von über 1,60 und sind dann runtergefallen auf etwas über 1,01. Also wir standen hier unten im Low. Wartet mal ganz kurz, wo standen wir hier unten im Tief? Um die 1,03, so rum. Ja, das war zu eng gesehen. Also etwas unter 1,4 war das Tief sozusagen, was wir gehabt haben. So die Trendsache, die ich jetzt hier einzeichne, die hat einen sehr, sehr wichtigen Hintergrund und zwar für die Planung der nächsten Situation, die hier da kommt. Und die ist nämlich sehr, sehr, sehr wichtig, weil wenn wir uns jetzt diesen Trendverlauf mal anschauen, dann werden wir auf einen Sachverhalt sozusagen jetzt mal eingehen. Und zwar ist das die Sache, die wir hier sehen. Schaut mal, hier gab es noch mal kurz ein neues Tief und danach ist der Markt nach oben rumgedreht. Ne? Hier, das ist also das erste Indiz gewesen, dass wir den Markt nach oben drehen. Ja, das war der erste Schub nach oben. So, jetzt haben wir hier die Gegenbewegung bekommen nach unten hin und interessanterweise hat diese Gegenbewegung auch wieder in einem Level gedreht, als wir hier die erste Umschwungmarke hatten. Ne? Dieser Bereich hier unten. Das war sehr, sehr interessant zu sehen. Das war auch eine der ersten Bestätigungen, dass es der Markt tatsächlich nach oben treiben möchte. Heißt also hier erst einmal hier den Trendbruch. Das Level oben rausgenommen, hier an dieser Stelle auch diesen wichtigen Widerstandsbereich einfach nach oben rausgewuppt an dieser Stelle, diesen alten Verkaufsbereich, den hat er rausgenommen. Das ist ein gutes, stabiles, starkes Zeichen für einen Markt, der doch die Chance nach oben wagen möchte. Und er hat halt nicht nur angelupft, so wie hier, sondern er ist auf Monatsbasis wohlgemerkt auch oben drüber gegangen. Ja? Das ist das Zeichen, dass wir durchaus jetzt hier den Wechsel haben auf die langfristige Seite. Das heißt, an dieser Stelle können wir jetzt sagen, wie geht es weiter? Wir starten jetzt hier mal im Monatschart mit der Planung, ja, für das, was kommen kann, weil die wichtigen Marken sehen wir hier im Monatschart und wenn dort Bewegung reinkommt, dann hat man die ja im Minutenchart genauso wie im Tageschart. Also die Bewegung ist ja egal, was man sich da für eine Zeiteinheit reinschaut. Wenn die Trader bereit sind, Kurse von über 1,19, 1,20 zu bezahlen, dann sieht man die auch in jedem Chart. Das ist ja ganz klar, das ist die Logik. Das heißt, was wir hier ganz klar sehen ist, das hier oben ist der Deckel momentan, den mache ich mal grün momentan auch noch, weil wir da schon mal drüber gewesen sind. Der Verkaufsbereich ist natürlich auch intakt, aber schafft es der Markt tatsächlich, übers Wochen- oder Monatshoch drüber zu laufen, dann haben wir gute Karten, die nächsten Regionen anzulaufen. Und die Regionen auf der Oberseite, die wir hier haben, ja, die mache ich mal kurz in tatsächlich auch in rot. Das Ganze sind die planbaren Anlauflevel. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich ein Marktumfeld behalten, was so ist, wie wir das jetzt haben, dann haben wir gute Chancen, durchaus auch zur Oberseite mit reinzulaufen. Ja? Das Ganze sozusagen hier rauszunehmen.
und im Markt liegen zu lassen. Also, das sind mal die Marker, die wir haben zunächst. Also, aktuelles Entscheidungslevel hier oben, das Wochen- bzw. Monatshoch etwas über 1,19. Nächster Punkt, wir müssen diese Marke hier Richtung 1,20 überschreiten. Dann öffnet sich der Weg hier oben hin zu 1,25,6 in etwa. Und wenn wir das Level rauswuppen, mit Blick aufs ganz große Bild, sehen wir hier oben um 1,39 ein Zwischenhoch. Und dazwischen, auf dem Weg dazwischen, gibt es natürlich noch ein paar Level, die durchaus Widerstandsbereiche haben. Ne? Und das wäre mal hier als nächstes natürlich hier der Schwungbereich hier unten um die Marke von ungefähr 1,27,8, 1,28. Das sehen wir hier in diesem Bereich mit drinnen. Alles schön die Oberseite. Das heißt, das ist mal wirklich ein Potenzial, was wir nach oben hin sehen. Und wenn sich das Umfeld, das Marktumfeld, wohlgemerkt nicht ändert, und das ist ja das Umfeld, in dem der Euro-US-Dollar sich so entwickelt und der US-Dollar auch weiterhin mehr zur Schwäche tendiert, dann haben wir doch durchaus gute Karten, erstmal nach hoch zu laufen. Ob es reicht, 1,30, 1,39 anzulaufen, das wird sich zeigen, aber wenn wir uns mal kurz, das habe ich ja an dieser Stelle auch schon öfter gezeigt, den Chart vom, wartet mal, wir gehen mal kurz hier rein, kurzen Augenblick. Wir gehen mal kurz auf Finwiz. So, finwiz.com, da habe ich ja schon das ein oder andere Mal den Future gezeigt im Währungsbereich, und zwar den US-Dollar. Ich zeige euch das mal ganz kurz, ich nehme es mal eben rüber. Hier im Future-Bereich, da haben wir den US-Dollar drinnen liegen, hier an dieser Stelle. Und wenn wir uns da mal den längerfristigen Bereich auch anschauen, dann sehen wir, der Markt hat jetzt schon noch ein bisschen Luft nach unten. Ne? Wir standen hier im Tief bei 2,90 um die 45 an dieser Stelle. Ich hoffe, das kann man hier zumindest ein bisschen erkennen. So, jetzt haben wir es da. Ich hoffe, der Chart ist groß genug an dieser Stelle. Das heißt, das Bild, was wir hier an diesem Punkt sehen, ist ganz klar, wir haben noch Luft nach unten auf dieser Seite. Das heißt, Unterstützungsbereiche, Auffangbereiche hier ist nach unten hin Luft bis, ja, unter 90, beziehungsweise wenn man den Drehbereich hier mal noch mit reinnimmt, hier um die 90. Das sind zwei Level, wo dieser Markt nach unten hin durchaus noch Platz hat. Wie schon gesagt, das ist der US-Dollar, das ist ein Währungskorb, der Euro-US-Dollar ist da ein sehr, sehr, sehr großer Bestandteil, der größte in diesem Währungskorb auch drinnen. Und wenn sich die Schwäche hier weiter nach unten ausbaut, haben wir halt schon mal die Zeiten 90 bis hier runter 88. Das sind so Level, die aus charttechnischer Sicht durchaus drinnen sind. Und das, wenn dieses Bild weiter gespielt wird, dann haben wir durchaus die Chancen, hier Richtung 1,27,8, 1,28 zu laufen. Und wenn der DX oder der US-Dollar dann weiter schwächer wird und Richtung 88 läuft, das ist dann der Bereich, wo sich der Euro US-Dollar durchaus noch weiter nach oben ausdehnen kann, also über 1,25, 27 hoch Richtung 1,30, 1,35, bei einer guten Überdehnung sogar mal locker bis knapp 1,39. Ob das soweit kommt, das wissen wir natürlich alle nicht. Das ist das Potenzial, was drinnen steckt. Das hängt alles so ein bisschen zusammen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Ob hier Sachen kommen, wo der US-Dollar weiter schwach bleibt. All diese Dinge, das hängt ganz, ganz stark damit zusammen, wie sich die Fed aufhält, wie sich das Thema mit den Zinsen beschäftigt. Ja, auch der Goldpreis, der ist ja momentan auch so gigantisch am Steigen, weil wir halt einfach die Situation haben, dass wir momentan einfach sehen, so schnell bekommen wir keine Zinserhöhung an diesen Stellen. Das hängt alles miteinander zusammen. Sollte es jetzt allerdings mit der US-Wirtschaft deutlich schneller und besser wieder vorangehen, aktuell sieht das nicht so aus, ja, aber wenn das kommt, kann sich hier die Richtung ziemlich schnell wieder ändern. Und das ist das, wo wir hinschauen müssen, wie verhält sich denn der Markt auch an gewissen charttechnischen Markern. Und wie schon gesagt, wenn wir ein stabiles Umfeld haben, dann funktionieren charttechnische Marker immer relativ gut. Haben wir eine Änderung des Umfeldes, dann werden wir das Ganze auch relativ schnell sehen bei den entsprechenden Bewegungen im Euro-US-Dollar. Und das sind die Sachen, wo wir dann die Drehmarken haben. Aber wie schon gesagt, aktuell, der entscheidende Marker ist hier die Marke von 1,19, 1,20 in etwa. Das ist das, wenn wir in den Tageschart auch mal reinschauen, wo wir oben dran liegen. Das ist das Hoch hier aktuell auch drinnen liegen. Da will der Markt momentan noch nicht so richtig drüber. Wird das Ganze weggesprungen,
dann raffe ich es nochmal kurz zusammen. Wie schon gesagt, haben wir im Tageschart als nächstes hier oben die Marke um die 1,20 liegen und darüber hinaus, dann ist der Weg erstmal relativ frei nach oben hin. Dann haben wir hier drunter um die 1,22 mal noch ein Zwischenanlauflevel. Also die positiven Marker sind durchaus mit zu sehen. Auf der Unterseite, wenn es einen deutlichen Rücksetzer geben sollte hier, haben wir natürlich um die 1,14, das ist das alte Ausbruchslevel, was wir hier haben, einen guten, weiten Anlaufbereich. Ich nehme das jetzt ganz auch mal wirklich weit gestreckt an dieser Stelle, an dieser Marke hier oben, das war der Ausbruchsbereich sozusagen um die 1,14 bis 1,15 oben rein. Dieser Bereich ist ein Anlauflevel, was man durchaus als Korrektur in diesem ganz, ganz großen Bild auch mitsehen kann. Wie schon gesagt, momentan hat der Markt das noch nicht gespielt, aber wir sehen es hier drinnen auch am Laufen und wir sehen im Tageschart auch, wann das Thema Korrektur anfängt. Wenn wir uns das Bild mal kurz noch vor Augen führen wollen, wie wir hier hochgelaufen sind, sozusagen von hier unten raus und dann den Markt nach oben gestrebt haben hier. Das sind mal so die Level, die wir hier haben. Ja, und jetzt haben wir es halt aktuell hier drinnen liegen. Und wenn wir hier unter diesem Bereich, unter die 1,17, 1,16, 8 runterlaufen, das wäre dann der Bereich, dass wir in die tiefere Korrektur durchaus eintauchen können. Also das gilt es jetzt kurzfristig zumindest mal hier oben entsprechend zu beachten. Das ist der Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Gut, das haben wir. Also, das passt. Und dann an dieser Stelle, werden wir sehen, wie es weitergeht. Wie schon gesagt, das ist mal ein klassisches Long-Szenario gewesen. Ja, ich möchte an dieser Stelle auch wirklich sagen, das sage ich auch immer im Trading, wir besprechen hier immer nur Wahrscheinlichkeiten und auch ich mache es in meinem Trading ja auch immer so, ich arbeite mir diese Wahrscheinlichkeiten raus. Ich handle die Setups, wenn sie auftreten und ich arbeite immer mit einer Risikobegrenzung, weil es ist auch, wir haben es in den letzten Monaten ja oft genug gesehen, so der Fall, dass der Markt gegen diese Setups läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht aufgegangen und dann müssen wir den Trade entsprechend auch beenden. Aber rein aus charttechnischer Sicht ist halt Luft nach oben, nach unten ist genauso viel Luft dabei, wenn man mal sieht, wie raketenmäßig der Euro-US-Dollar hier nach oben angegangen ist. Also das kann auch genauso kurz raketenmäßig runtergehen. Das wäre dann aber im Sinne dessen, was wir hier gerade besprochen haben, sozusagen eine ja klassische Korrektur des größeren Schwungbildes. Und wenn man sich das mal anschaut, hier nochmal jetzt kurz der letzte Blick in den Euro-US-Dollar rein, wenn man sich einfach mal diesen größeren Schwungbereich hier anschaut, also das Bild hier, nicht das feine, kleine, sondern mal das Bild hier auch anschaut, dann sehen wir halt, ne, wir sind hier in eine sehr, sehr weite Bewegung gelaufen und die Korrektur, die kann ohne diesen Trend zu brechen, mal locker auf 1,12 fallen, ja, das ist Dynamik und das kann passieren und das muss man auch irgendwo auf der Uhr haben. Das heißt, bitte das Ganze auch immer in die eigenen Trading-Frequenzen mit einbauen. Das zum Euro-US-Dollar. Gut. So, also, wir werden sehen, was kommt. Wie schon gesagt, wenn wir einen wahnsinnigen Abprall bekommen, der Markt nach unten hat auch genügend Potenzial. Das ist ja das Schöne im Trading, wir können uns hier aussuchen und auch die Situation für jeden Käufer gibt es einen Verkäufer, da stehen die Meinungen gegeneinander, der eine positioniert sich so, der andere so. Haltet euch an den Markt, macht einen Plan, tradet den Plan, sichert die Trades auf alle Fälle auch ab und dann passt das Ganze. Danke für heute fürs Zuschauen, wie schon gesagt, ich bin jetzt mal für 3 Wochen raus und sage bis Ende September hätte ich jetzt fast gesagt, soweit ist es nicht. Nein, das halte ich dann doch nicht durch. Bis Ende August. Martin übernimmt. Danke auch für die lieben Urlaubsgrüße an dieser Stelle. Und ja, bis Ende August. Und danke für die gute Zeit hier an dieser Stelle in diesem Jahr. Auch wenn es nicht einfach war. Wir haben das Ganze gut gewuppt. Danke dafür und bis bald. Tschüss.